Lees Offensive funktioniert. Wenn sie Erfolg hat, könnte sie den endgültigen Sieg bedeuten, den er anstrebt. Meade hat keine Wahl. Er schickt 8000 Mann Verstärkung vom Calf's Hill, um die Rebellen zurückzutreiben. Beim Angriff in Richtung Cemetery Ridge rücken Barksdale und Lloyd knapp 550 Meter durch feindliches Sperrfeuer vor. Der Unionsgeneral Daniel Sickles hat kein Glück. Eine Kanonenkugel trennt ihm ein Bein ab. Ein Nordstaatenoffizier sagt scherzhaft: Eine schlechte Nachricht für Sickles, aber eine gute für die Union. Barksdales Mississippi-Brigade braucht fast eine Stunde. Doch schließlich durchbrechen sie Sickles' Linien. Die Unionstruppen fliehen. Barksdales Männer nähern sich siegessicher Cemetery Ridge. Doch sie rennen genau in das Feuer von mehr als 20 Kanonen der Union, die nur knapp 400 Meter entfernt sind. Und jede kann pro Minute 2 Salven abfeuern. Das Schießpulver beschleunigt eine 5,5 Kilogramm schwere Kanonenkugel aus massivem Eisen auf 430 Meter pro Sekunde. Auf dieser kurzen Distanz ist die Wirkung der Artillerie verheerend. Barksdales Truppen werden in Fetzen gerissen. Barksdale wurde während der Attacke schwer verwundet. Sein linkes Bein wird getroffen, eine gefährliche Wunde, die unglaublich blutet. Man rät ihm, das Schlachtfeld zu verlassen, aber er weigert sich. Beim weiteren Vorstürmen werden ihm Teile des linken Fußes weggeschossen. Er bleibt im Sattel und führt den Angriff weiter. Er weiß, was auf dem Spiel steht. Fast gelingt es der Mississippi-Brigade, durch die Verteidigungslinie der Union zu brechen. Da stürzt sich Meads Verstärkung auf Barksdale und Lloyd. Ich wende mich wieder nach vorne und sehe den Feind durch die Büsche brechen und auf uns feuern. Sie sind von der Spitze des Hügels gekommen und noch frisch. Und immer noch reitet der heldenhafte Barksdale in unserer Mitte und ruft vorwärts durch die Büsche. Barksdales erschöpfte Männer lösen sich schließlich auf und verlieren ihre kombinierte Feuerkraft. Die Regimentsfahne macht Lloyd zu einem Magnet für die Kugeln. Ein Stoß, als hätte ich eine Schiene in der linken Hand und ein Ende hätte den Boden berührt. Die Union marschiert über uns hinweg. Einer von ihnen bindet mir eine Schlinge um den Arm und verlässt mich mit den Worten: Ich wünsche dir alles Gute. Prozent von Barksdales Männern sind tot, verwundet oder gefangen. Fast übersieht Lloyd seinen gefallenen Vorgesetzten. Zu meiner Rechten höre ich ein schwaches Atmen und sehe Brigadegeneral Barksdale.
Welche Enttäuschung, als ich ihm meine Feldflasche für einen Schluck Wasser an den Mund halte und entdecke, dass eine Kugel sie getroffen hat und alles ausgelaufen ist. Ich nahm seine letzte Botschaft an die Brigade entgegen und verließ ihn mit dem Versprechen, die Krankenträger zu schicken. Barksdales Schlacht ist vorbei. Seine letzten Gedanken gelten seiner Familie. Ich habe meine Schritte nie bereut. Auch wenn ich jetzt sterbe, bereue ich sie nicht. Gott möge immer über meine liebe Frau und meine Jungen wachen. Sagt ihnen, dass ich wie ein tapferer Mann gestorben bin. Er dachte wohl, ich werde den Krieg beenden. Ich werde derjenige sein, der die Verteidigungslinie der Union durchbricht und die Potomac-Armee vernichtet und somit den Gegner ein für alle Mal ausschaltet. Das Auftreten seiner Truppen war unglaublich und hätte fast Erfolg gehabt. Meads Angelhaken hat gehalten. Die Offensive ist vorbei. Der Konföderierten-General Longstreet wird von ihr sagen, die besten 3 Stunden Kampf, die Soldaten je auf irgendeinem Schlachtfeld gezeigt haben. 16.000 Mann auf beiden Seiten sind gefallen, verwundet oder gefangen. Doch Tag 2 ist noch nicht vorbei. Um die Rebellen abzuwehren, zieht Meade Truppen vom Culps Hill ab. Als die Nacht hereinbricht, sind nur noch 1.400 Unionssoldaten dort. Das ist eine Gelegenheit, die sich die Konföderierten nicht entgehen lassen. Robert E. Lee hat auf dem Culps Hill eine neue Chance für den Sieg entdeckt. Meade hat 8.000 Mann vom Hügel abgezogen, um dem Rebellenangriff Paroli bieten zu können. Nur noch 1.400 Soldaten der Union sind geblieben. Und nun greifen 4.500 Rebellen an. Am Angriff auf den Hügel ist auch der Soldat Ridgely Howard beteiligt. 33 Jahre alt, aus Baltimore stammend. Und Sklavenhalter aus einer bekannten Familie Marylands. Sein Großvater hat mit George Washington in der Revolution gekämpft. Nun kämpft er dafür, die Nation zu spalten, die seine Ahnen geschaffen haben. Zu Howards Ärger hat sich Maryland auf die Seite des Nordens geschlagen. Maryland war bitter geteilt. In der östlichen Hälfte des Staates war die Sklaverei verwurzelt. Ridgely Howard kam aus der Klasse der Sklavenhalter. Howard und die Rebellen aus Maryland greifen die Verteidigungslinien an, die die Unionstruppen in den Hügel gegraben haben. Die ersten Brustwehren befinden sich knapp 400 Meter den Hügel hinauf. Es ist ein Chaos. Kugeln und Granaten fliegen in alle Richtungen. Die Nordstaaten haben sich eingegraben mit Erdarbeiten aus Baumstämmen, Felsen und Dreck. Da sagt man sich wohl, das ist mein letzter Kampf, hier komme ich nicht mehr heraus. Wie macht man da weiter? Das ist es, was einen wahren Helden auszeichnet. Wir marschierten den Hügel hinauf. Unsere Schlachtlinie wurde immer wieder durch die großen Felsen auseinandergerissen, die wir umgehen mussten. Die Kämpfe, in die Howard gerät, sind so rasend, dass ein Rebell das Gemetzel mit einem Schlachthof vergleicht. Es war keine angenehme Lage, in der wir da waren. Andauernd gab es Rufe, dass wir unsere eigenen Leute beschießen würden.
Unter immensen Verlusten erobern die Truppen der Rebellen den unteren Teil des Calf's Hill. Es ist den Preis wert, denn jenseits des Calf's Hill liegt der Baltimore Pike, die Hauptnachschub- und Rückzugslinie der Union. Nehmen die Konföderierten den Calf's Hill ein, muss die Unionsarmee abziehen. Nach 2 Tagen Schlacht strömen Verwundete beider Seiten in die provisorischen Feldlazarette. In einem soll dem Soldaten Joseph Lloyd, Barksdales Fahnenträger, der Arm amputiert werden. Im Bürgerkrieg sterben von 3 Soldaten 1 in der Schlacht und 2 an Krankheiten nach medizinischer Behandlung. Die schnellste Lösung nach ernsthaften Verletzungen der Gliedmaßen ist die Amputation. Die Medizin steckt noch in den Kinderschuhen, doch es gibt schon Anästhesie. Vor kurzem ist Chloroform entdeckt worden und Morphium wird freigebig eingesetzt. Auch knapp 4000 Liter Whisky stehen bereit. Der Chirurg der Konföderierten, LeGrand Wilson, hat seit der letzten Nacht ununterbrochen Verwundete behandelt. Der Patient kann entweder auf einem Stuhl sitzen oder am Rand des Bettes liegen, wo dann das Tourniquet angewandt wird. Ein Assistent hält die Hand, ein anderer den Unterarm. Die durchschnittliche Amputation dauert 12 Minuten. Keine Antibiotika, kein Wissen über Infektionen. Es wird nicht einmal eine Pause zum Waschen der Hände oder Instrumente gemacht. Die Chirurgen arbeiten rund um die Uhr. Die Bezeichnung alter Knochensäger stammt aus dieser Zeit. Lloyd ist einer der Glücklichen. Die Chance, eine Armamputation zu überleben, liegt bei 77%. Rufus Dawes und seine Leute sind unter den wenigen Soldaten, die auf dem Calf's Hill geblieben sind. Zum Gegenangriff rücken sie nach unten vor. Als wir uns den Brustwehren näherten, brach zu unserer Rechten das Krachen der Unionsgewehre los. Die Dunkelheit und unser plötzliches Auftauchen bringen den Gegner dazu, wie wild zu schießen. Dawes und seine Soldaten gewinnen das Scharmützel. Doch wie am Tag 1 ist dies die Ausnahme. In der Nähe erobert Ridgely Howards Einheit einen Schlüsselabschnitt der Brustwehr. Sie rücken unter heftigem Beschuss weiter voran. Die Unionssoldaten schossen von vorn, von der linken Flanke und von hinten auf uns. Es war ein furchtbares Feuer und nahm mit jedem Schritt zu. Doch wir drückten weiter nach vorn. Sie sind nur knapp 500 Meter vom Baltimore Pike entfernt. Einer Position, die die ganze Verteidigungslinie der Union bedrohen würde. Doch in der Nacht und auf unbekanntem Terrain verpassen sie diese große Chance.
Sie waren hinter der Unionsarmee. Sie könnten auch an deren Flanke sein, doch aufgrund der Dunkelheit wissen sie nicht einmal, wie nahe sie sind. Unfähig zu unterscheiden, wer Freund ist und wer Feind, stellen sie das Feuer ein. Hätten die Konföderierten Carp's Hill am Abend des 2. Juli eingenommen und wären durchgebrochen, hätten sie die Kommunikationslinie der Union auf dem Baltimore Pike erobert. Das hätte Meade zum Rückzug gezwungen und es hätte ein wichtiger Wendepunkt zugunsten eines Sieges der Konföderierten werden können. Als der Kampf am Calf's Hill abklingt, gewinnt die Union eine andere Art der Schlacht. Ihre neue Spionageabteilung, das Büro für militärische Informationen, versucht Lees Schlachtpläne herauszufinden. Agenten befragen konföderierte Gefangene und bemerken, dass sie Gefangene aus allen Infanterieregimentern der Rebellen haben. Bis auf eines. Das von George Pickett. Er hat die letzten noch frischen Truppen der Konföderierten. Meade erwartet, dass die Rebellen mit allem, was sie haben, morgen angreifen. Es ist wahrscheinlich, dass George Pickett den Angriff führen wird. Morgen wird Ridgely Howard auf seine Nachbarn aus Maryland in einem Kampf auf Leben und Tod treffen. Und Robert E. Lee wird einen letzten umfassenden Angriff unternehmen, der in die Geschichte als Pickett's Charge einging. Gettysburg, Tag 3, 5 Uhr morgens. Nie ging es um mehr. Gestern stand Robert E. Lee kurz vor dem Gesamtsieg. Die konföderierten Truppen griffen die linke Flanke der Union an und schafften fast den Durchbruch. Lee weiß, dass er nahe dran war. George Meade ist etwas mitgenommen. Er weiß, dass er nur knapp gewonnen hat und einer Katastrophe entgangen ist. Nun rücken die Rebellentruppen am unteren Teil des Calf's Hill vor und werden so positioniert, dass sie die hinteren Stellungen der Union bedrohen. Meade schickt Verstärkungen. Eine Brigade der Union wird von Oberst James Wallace geführt. Reich und gebildet, ebenfalls aus Maryland. Der einzige Oberst der Union, der Sklaven besitzt. Während der Revolution haben die Großväter von ihm und Ridgely Howard im selben Regiment gekämpft. Heute wird er gegen Howard kämpfen müssen. Maryland war wie andere Grenzstaaten auch zerrissen, mit geteilten Loyalitäten. In Maryland musste jeder entscheiden, auf welcher Seite er stand. Maryland ist einer der 5 Grenzstaaten, die der Union gegenüber loyal sind. Doch die Sklaverei ist legal. Truppen der Union besetzen Baltimore während des gesamten Bürgerkriegs, um einen konföderierten Aufstand zu verhindern. Auf dem Calf's Hill bereitet sich Ridgely Howards Einheit auf den Angriff vor. Ihr Ziel? Die Verteidigungsstellungen, die von den Unionstruppen ihres Heimatstaates gehalten werden. Die Männer schienen die Feierlichkeit des Anlasses zu fühlen
und die Verzweiflung des befohlenen Angriffs zu verstehen. Ich betete um Kraft, um meine Pflicht zu tun. Letzte Nacht war die Überzahl der Rebellen der Union gegenüber 3-1. Nun ist das Verhältnis umgekehrt.